Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. Im zweiten Video der Playlist schauen wir uns an, wie wir Längen umrechnen. Ihr seht schon Kilometer, Meter, Dezimeter, Zentimeter, Millimeter, alles Größen, die wir aus dem Alltag kennen. Und jetzt schauen wir uns mal an, jetzt lernen wir, wie wir da zwischen hin und her rechnen können. Erst einmal diese Übersicht. Wir haben Kilometer, Meter, Dezimeter, Zentimeter und Millimeter. Und wir wollen jetzt zwischen diesen Einheiten hin und her rechnen. Schauen wir uns das erstmal an, wenn wir von einer großen Einheit zu einer kleinen Einheit runterrechnen wollen. Kilometer. Wir wissen, dass 1000 Meter ein Kilometer sind. Deswegen rechnen wir Kilometer mal 1000 und sind dann bei Meter. Und bei den anderen Einheiten, wenn wir von Meter auf Dezimeter, von Dezimeter auf Zentimeter oder von Zentimeter auf Millimeter kommen wollen, rechnen wir immer jeweils mal 10. Hierfür schauen wir uns einfach nochmal ein paar Beispiele an. 4 Zentimeter wollen wir gerne in Millimeter umrechnen. Was machen wir? Wir gucken hier in unserer Übersicht. Zentimeter auf Millimeter ist hier, steht mal 10. Das heißt, wir müssen einfach nur die 4, die Zahl, die da steht, mal 10 rechnen und dann sind wir hier bei 40 Millimetern. Nächstes Beispiel: 12 Meter wollen wir gerne in Zentimeter umrechnen. Dann gucken wir hier. Meter, es steht hier. Zentimeter steht ganz weiter hinten, also ein bisschen weiter. Das heißt, wir müssen hier, seht ihr, von hier nach hier springen und von hier nach hier springen, mal 10 mal 10. Ja gut, da muss ich im Endeffekt die beiden Nullen einfach nur ranhängen. Also die 0 und die 0, weil ich hier eine 0 habe und hier eine 0, sind wir bei 1200 Zentimetern. Und das letzte Beispiel ist ein bisschen schwieriger vielleicht, aber kriege ich hier trotzdem hin. 34 Kilometer wollen wir in Dezimeter umrechnen. Schauen wir mal in unsere Übersicht. Also einmal mal 1000 und dann noch mal 10. Kriegt man auch hin. Man muss eigentlich nur sich die Nullen angucken und die Nullen hinten ranhängen. Das ist bei euch ganz dankbar. Das heißt, ich rechne hier, habe ich insgesamt 4 Nullen, muss ich ranhängen. Einmal 3 Nullen von hier und eine Null von hier. Bin also hier bei 340.000 Dezimetern. Wenn wir von einer Einheit auf die nächstgrößere kommen wollen, dann müssen wir geteilt rechnen. Schauen wir uns das jetzt mal an. Von Millimeter auf Zentimeter, von Zentimeter auf Dezimeter, von Dezimeter auf Meter und von daraus auf Kilometer müssen wir immer geteilt rechnen. Ein Beispiel hierfür, 450 Millimeter. Wir wollen hieraus auf Zentimeter kommen. Das ist genau dieser Schritt von Millimeter auf Zentimeter. Müssen wir geteilt durch 10 rechnen. 450 Millimeter geteilt durch 10. Hier haben wir die Möglichkeit, eine 0 wegzustreichen. Geteilt durch 10, es ist eine 0, also haben wir auch die Möglichkeit, eine 0 hier wegzustreichen. Die streichen wir weg, bleibt nur noch 45 übrig, also 45 Zentimeter. Nächstes Beispiel, 230.000 Dezimeter. Das heißt, wir sind hier. Und wo wollen wir hin? Wir wollen zu den Kilometern. Wir wollen also hier hin. Jetzt müssen wir zwei Schritte machen. Wir müssen einmal durch 10 rechnen. Das heißt, wir können eine 0 wegstreichen. Und jetzt müssen wir noch den Schritt hier nach hier machen, von Meter auf Kilometer. Das heißt, da kommen drei Nullen weg, weil da 1000 hat drei Nullen. Das heißt, können wir die auch hier wegstreichen. 1, 2, 3. Das heißt, es bleibt nur 23 übrig. Also 230.000 Dezimeter sind 23 Kilometer. Letztes und wichtiges Beispiel von 5 Millimeter. Wo wollen wir hin? Wir wollen zu den Dezimetern. Jetzt wird wieder geteilt gerechnet, aber ihr seht, wir können jetzt hier keine Null wegstreichen. Wie gehen wir denn vor? Wir müssen erstmal von Millimeter auf Zentimeter natürlich kommen. Das heißt, wir rechnen geteilt durch 10. 5 geteilt durch 10. Wie machen wir das? Wir können ja schreiben 5,0. 5,0. Aus dem letzten Video, falls ihr da dabei gewesen seid, wissen wir, wir können Kommas verschieben. Wenn wir jetzt hier geteilt durch 10 rechnen, haben wir die Möglichkeit, dieses Komma eine Stelle nach links zu verschieben. Das heißt, das Komma schieben wir hier hin. Das heißt, wo sind wir denn? Wir sind bei 0,5 Zentimetern. Dieses Komma wird hierhin verschoben. Wenn das Komma denn hier ist, müssen wir eine 0 davor schreiben. Wichtig. Jetzt sind wir bei den Zentimetern, aber wir wollen ja zu den Dezimetern. Das heißt, wir müssen das auch nochmal geteilt durch 10 rechnen. 0,5 Zentimeter nochmal geteilt durch 10. Jetzt müssen wir das Komma wieder um eine Stelle verschieben. Was passiert dann? Hier, das dahin, wir müssen die 0 hier hinschreiben und nach dem Komma, das ist ganz wichtig, kommt noch eine 0. Also 0,05 Dezimeter. Vielleicht ist der ganze Spaß mit dem Komma verschieben noch gar nicht so einfach. Das sind auch die häufigsten Fehler, dass das Komma falsch verschoben wird. Und genau deswegen werden wir das in den nächsten Aufgaben, in dem nächsten Video mit Aufgaben üben, speziell mit Komma verschieben, wie man da Längen umrechnet. Übung macht den Meister. Also bis gleich, ne? Ciao. Ciao.